Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mr. Workaholic und falls du neu hier bist, möchte ich dich bitten, einmal unten den roten Abo-Button zu drücken und daneben die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video verpasst. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn du mir einen Daumen rauf gibst. Kommen wir zum heutigen Dessert. Als Material habe ich hier mehrere Teelöffel und meinen Eislöffel liegen. Ich habe ein Schneidebrett und ein Dessertglas. Als Zutaten habe ich heute Haselnussmehl, gehackte Walnüsse, Schokochips, die ebenfalls klein gehackt sind, Honigmelone, die ich in Würfel geschnitten habe, und Zitroneneis aus so einer Dreierpackung. Genau, fangen wir direkt einmal damit an. Zunächst einmal nehme ich mein Zitroneneis, das habe ich jetzt ungefähr seit 10 Minuten draußen stehen. Ich habe meinen Eislöffel einmal heiß abgespült, damit ich das Eis möglichst besser herausbekomme. Klappt auch tatsächlich sehr gut. Ich habe jetzt hier so ein, das hier ein bisschen schlecht, wollte ich gerade sagen. Also ich biege hier die Kugel praktisch perfekt heraus. Ich nehme erstmal nur eine Kugel. So, das Eis erstmal beiseite. Jetzt füge ich dem Ganzen zunächst einmal einen Teelöffel von meinem Haselnusspulver hinzu. Und einen halben Teelöffel von den gehackten Walnüssen. So. Das Ganze vermenge ich jetzt erst einmal etwas. Nicht so ganz einfach, weil mein Eis noch ziemlich hart ist, aber ich kann es platt drücken und damit habe ich mehr Möglichkeit, dass das Zitroneneis hier mit den Nüssen eine Verbindung eingehen kann. So, hat auch wunderbar funktioniert. Verteile jetzt das Eis so ein bisschen an den Seiten, dass quasi meine Dessertschale innen wieder relativ leer ist. Jetzt kommt erstmal meine Honigmelone hinzu. Diese habe ich vorher bereits in Würfel geschnitten, weil Melone schneiden ist zwar relativ leicht, aber dauert dann doch relativ lange. Deswegen mache ich das immer vorher. Jetzt fülle ich meine Dessertschale hier mit Honigmelonenstücken. So weit, bis meine Schale ungefähr, naja, 3/4 gefüllt ist. Gut. Schneidebrett kann man beiseite, dann sieht man ein bisschen besser. Jetzt kommen meine Schokochips obendrauf. Hier nehme ich gar nicht so viel. Ein gehäufter Teelöffel würde schon reichen. Wer mag, kann gerne 1,5 nehmen oder auch 2. Das ist ganz persönlich jedem selbst überlassen. Nun möchten wir natürlich mehr Eis haben. Ich nehme jetzt mit meinem Eislöffel einfach wieder Eis heraus. So dass ich hier so 2, naja, vielleicht sogar, ich nehme jetzt 3 Kugeln Eis obendrauf komme. Muss ein bisschen nachhelfen beim Rausholen. So. Genau. So schaut das Ganze nun aus. Man kann jetzt noch mal Schoko Flakes obendrauf streuen. Ich verzichte drauf, weil schon so viele drin sind. Mehr ist dieses Rezept eigentlich auch schon gar nicht. Ich danke dir fürs Zusehen.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal einschaltest, wenn ich wieder ein Video hochgeladen habe. Und damit wünsche ich dir guten Appetit.